Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Ja, und es gibt sehr gute Nachrichten, ihr Lieben. Endlich wieder mit dem ProMods 2.51. Ja. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal direkt einen neuen Auftrag. Wir sind ja jetzt wieder in unserer Heimatstadt. Dresden sind wir ja, wo unsere Firma ist. So, und jetzt gucken wir mal. Aber da wir ja sowieso noch keinen eigenen LKW haben. Oh, neue Firmen sind dabei bei den Updates. Oh, ist ja cool. Okay, schauen wir mal. Das wäre von Weden nach. Oh, aber das kriege ich, glaube ich, nicht in eine Folge rein, oder? Nun dann schauen wir mal. 13.000, merken wir uns mal. Ja. 10.000, oh, bis nach Estland, das ist ja noch weiter. So. Da haben wir wieder Island mit dabei, herrlich. So. Das auch noch nichts frei. Was haben wir denn Hamburg? Hamburg, München, oh je, so denn mal weiter. Hm. 11.000. Schubidu. So, was haben wir hier? Oh, 9 Stunden, das ist alles so weit. Das sind auch fast 11 Stunden. Das kriege ich nie in eine Folge. Ja. So, was haben wir in Russland? Oh. Ja, das ist natürlich jetzt echt auf gut Deutsch gesagt etwas blöd. Dann können wir auch den hier nehmen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, ich verliere gar keine Zeit und los geht's. Ja, da seht ihr es mit dem ProMods jetzt endlich wieder. So. Oh, und wir starten ja so halb im Hellen. Die Zielführung wurde gestartet. So, wunderbar. Ups, war klar. Na, nee, das passt eigentlich. So, und dann würde ich sagen, los geht's. Oh, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie rausfinden. Aber ich glaube. Wir müssten doch eigentlich hier rauskommen. So. Boah. Oh. Ey, das rumpelt aber. Upsi. So, na, da ist doch der Ausgang. So. Dankeschön, Schranke. Jetzt links abbiegen. Achso, und dann müssen wir gleich wieder links. Okay. Dann fahren wir mal ein Iveco. Ich glaube, den sind wir hier noch nicht gefahren, ne? Nach 200 Metern links abbiegen. Jawohl, das machen wir, wenn du das sagst. Jetzt links abbiegen. So, aber es ist herrlich, wieder mit dem ProMods fahren zu können. So. Und weiter geht's. 70 dürfen wir hier. Okay. Na ja, gut. So. Ja, doch. Sehr schön. Ja. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Metern links abbiegen. Jawohl. Bis das nächste Update kommt. Jetzt. So. Ja, schon dabei. Aha, da kommt einer. So, ach, der will rum. Okay.
Linköping. So, also weiter geht's. Ach so, ich muss gleich mal was schauen, ihr Lieben, aber ich glaube, ich habe das schon geändert. Aber sicher ist sicher, nicht, dass wir hier mit den verkehrten Einstellungen fahren. Das wollen wir ja nicht, ne? So. Da passt es soweit und hier. Ah, hier stimmt es nämlich auch nicht. Habe ich mir doch gedacht. So. Okay, und weiter geht's. Jetzt passt es nämlich wieder. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, genau. Ich habe ja nur was geändert. Links abbiegen. Da ist frei, da auch. So muss das sein. Freie Fahrt. So, wir fahren weiter. In Richtung Linköping. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, wir hatten ja auch ziemlich lange eine Fähre mit dabei. Also Fährfahrtzeit. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall schon im nächsten Ort. Und sind mal wieder zu schnell. Okay, ja, das sieht doch gut aus. Wollte eigentlich mal gucken, wie sieht denn unsere Fracht hinten aus, aber die Strecke sieht ziemlich kurvenreich aus. So, 80 dürfen, okay. So. Boah, dieser Fahrtwind herrlich. Oh, hoppala. Das sieht. Das verwirrt jetzt etwas. Ach, da lang. Okay. Und weiter. Autobahn. Yay. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Jawohl, guck. Mach mal. So, lieber vom Gas runtergehen. Linköping. Links fahren, dann links abfahren. Ja, was denn jetzt? Also doch links, okay. Jetzt links. So, Richtung Stockholm. Sagt das gute Google Maps, dann machen wir das auch. Rechts fahren. Ja. Dann rechts abfahren. Ja, das ist ja wieder schön kompliziert. Jetzt rechts abfahren. Jawohl. Helsingborg. Oh, das sieht aber herrlich aus mit den Sonnenaufgang hier. Oh, komm schon. Oh, ist das jetzt Autobahn, oder? Glaube ich. Ja. Müsste Autobahn sein. So. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Die Folgen hier nehme ich jetzt, also die eine Folge hier von ETS und die anderen Folgen, die nehme ich jetzt alle am ersten Advent auf. Deswegen mal an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen ersten Advent. Ich habe zwar schon 4 Folgen aufgenommen, also die Folge erscheint jetzt am Freitag. Ich habe es total verpeilt. Ja, deswegen. Aber besser schöne Adventsgrüße spät als gar nicht, sage ich immer, ne? So. Und wenn ihr die Folge seht, ist ja dann schon fast der zweite Advent. Von denen ja. So, ich. Ach so, genau. Ich wollte doch eigentlich jetzt Tempomaten drücken. So, Stockholm 199. Okay, das ist dann noch ein ganzes Stück. Und es geht wieder mal bergauf. Ah, die
gerade an überlegen, sollen wir rüberziehen oder lasse ich es? Na, ich warte mal. Aber dieser Grafik-Wettermod ist echt der Wahnsinn. So. Ja, wenn ich jetzt rüberziehe und es geht jetzt wieder bergab, dann haben wir, glaube ich, wieder ein Problem. Opa, da kommt ja einer. Dann machen wir uns jetzt mal rüber. Geil. Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark. So, und das gibt ein Elefantenrennen. Da kommt wieder eine Gaststätte, okay. Brauchen wir aber im Moment jedenfalls noch nicht. So, was, wie viele Tonnen haben wir eigentlich geladen? Das würde mich mal interessieren. 8 Tonnen noch, oh ja. Komm schon, den holen wir noch. Ich krieg dich. Na, wer sagt's denn? Sauber. Ja, das nennt man dann sauber überholt, ne? Sag, großer. Machen wir uns mal wieder rüber. So, was haben wir denn da? Eine Öl. Ah ja. So. Ja, mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall auch mal eine Tour nach Island machen. Und natürlich auch wieder runter nach Israel oder Jordanien da unten. Aber dann schauen wir mal. Ist halt immer blöd, wenn man nicht weiß, wann hier das nächste größere Update kommt. Ich meine, wir kriegen zwar, wie gesagt, keine Strafpunkte, aber wir verlieren den Auftrag und somit das Geld, was wir hier verdienen würden. Ich meine, wir wollen ja auch irgendwann mal endlich unseren eigenen LKW. Mal gespannt, ob oder wo wir genau dann mit der Fähre fahren. Salzkork, ah, ja. Schön, schön. Wir müssen aber weiter geradeaus. Göteborg, ah, okay. Auch immer bestimmt eine Reise wert. So, wir sind zu schnell, deutlich zu schnell. Ja, hoffe ich mal, dass gleich wieder 90 kommt, sonst muss ich halt runterbremsen, bevor hier noch Polizei kommt. Das könnte ja etwas teuer werden, glaube ich. So, aber scheint nicht der Fall. Dann gehen wir mal runter. Da. Immer geradeaus. Okay, hier waren wir anscheinend auch noch nicht. Seht ihr unten rechts ein Navi? Es wird orange aufgedeckt. Ach, jetzt dürfen wir wieder 80 fahren, natürlich. Ja, bringt uns aber gerade relativ wenig. Oh, da brennt's. Müssen wir jetzt eigentlich. Ah ja. Dann rechts abfahren. Oh, Kollege, hä?
Brennt dein Anhänger. Jetzt rechts abfahren. Das machen wir doch schon, Kugel. Schon dabei. So, 70 dürfen wir hier nur. Gut. Ups, ja. Sprach ich und fahre 78, ne? Upsi. So, wieder mal ein Tunnel. Okay. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, muss ich sagen. Jetzt rechts abbiegen. Okay. Mal gucken, den werden wir doch überholen können, oder? Die Supernova. Okay, und jetzt nach rechts, wenn ich das richtig sehe. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Ja, mach mal. So, und Autobahn, sehr schön. Okay, ja, dann können wir jetzt mal wieder unseren Tempomaten. Ja. Machen. Oh, das sieht nach einem Fußballstadion aus, ne? Quality Hotel. So, wie weit haben wir es denn? Ja. Irgendwas mit Niemen. Oder so ähnlich. Oh, da wird es einspurig. Ja, und das heißt für uns, wir müssen wieder vom Gas runter. Oh, das war knapp. Das war die Polizei. So. Ja, immer geradeaus. Tanken müssen wir noch nicht. Übernachten auch noch nicht. So. Erster Aufenthalt in, oh Gott, Nindesham oder so ähnlich. Sorry, wenn ich das manchmal nicht genau ausspreche, ja, ist ziemlich schwierig. So. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, und jetzt, ach, da ist die Fähre. Ah, okay. Ja, wunderbar. Nach 200 Metern links abbiegen. Dann machen wir das. So. Links abbiegen, dann links abbiegen. Links abbiegen und dann links abbiegen. Alles klar. Okay, dann machen wir das mal. Jetzt links abbiegen. Ja, geht ja auch nur links. Da kommen wir nicht weit. Und wir müssen... hier lang, oder? Ja, LKWs, das sind dann wir. Das sind dann eindeutig wir mit LKWs gemeint. Ach du. Na Jungs, alles klar bei euch? Oh ja. Alles bestens. So. Hoppala. So, Fenster machen wir zu. Und einmal Humpel. So, Licht brauchen wir jetzt auch nicht während der Überfahrt. Na, dann parken wir uns mal hier hinter Ikea. So, die Feststellbremse ziehen wir an. Das Licht machen wir auch aus. Ja. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was haben wir denn da? Vega? Kolga? Okay.
Nein. Ja, dann nehmen wir die. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Jo, das machen wir aber erstmal. Gucken wir mal. So, wie weit haben wir es denn noch? Entschuldigung, ihr Lieben. Wir sind aber immer noch 24. Ich sage ja, das schaffen wir nicht in dieser Folge. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch bis hierhin. Da ist eine Tanke und eine Raststätte. Ja. Und dann passt das. Glaub nicht, dass jetzt so schnell wieder eine neue, ja, Version rauskommt. Also sprich eine 1, die 1.40, falls sie rauskommt. Man weiß es ja nicht. Deswegen bin ich da guter Dinge und ich würde sagen, weiter geht's. Aber bitte mit offenem Fenster jetzt. Da. Ist ja 3:45 und es sieht nach schönem Wetter aus. Da können wir ruhig mal das Fenster aufmachen. Ups. Aber natürlich nicht so stürmisch hier rausfahren. So. Jetzt sind wir in Lettland. Ach, 50 dürfen wir hier fahren. Okay. Sag ich doch. Lettland. Nach So. 300 Metern links abbiegen. Okay, das machen wir doch. Jetzt links abbiegen. Jo. Einmal stoppen. Da ist aber frei. Da sehe ich auch nichts. Dann fahren wir einfach mal, ne? So. Links fahren, dann links abbiegen. Komm schon. Oh, komm. Jetzt links abbiegen. War noch grün. Ja. So. Jetzt muss ich noch mal kurz was noch mal nachschauen. Nicht, dass man jetzt auszusehen hier an der einen Raststätte, aber ich glaube, die war hier noch nicht. Riga. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Gut, machen wir. Entschuldigung. Jetzt abfahren. Jawohl, das machen wir doch glatt, wenn du das sagst, Google. So. Ah, jetzt eine Zugbrücke. Die dreht sich, glaube ich, falls hier mal ein Dampfer kommt. Oh, da kommt einer. Ja. So, und. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Gut. Vorsicht. Jetzt abfahren. Ein ostdeutscher Audi ist hier unterwegs. Immer noch 50 nach sowas. Nach 200 Metern links abbiegen. Okidoki. Das wäre dann nach Adam Riese hier Jetzt vorne. links abbiegen. Ja, geil, Jungs, ich habe Vorfahrt, ne? Danke. So. Oh, das war. 100 Metern rechts abbiegen. Ah, wo führt denn uns wieder Google Maps lang? Jetzt rechts abbiegen. Einmal mit der Kirsche ums Dorf, wie es aussieht. Da. Nun gut. Wenn wir so fahren sollen, dann fahren wir so, ne? Immer noch 50, nur das ist ja öde.
Achso, deswegen Kreisverkehr wieder? Nee. Okay. Geradeaus. 80, naja, das sieht doch schon besser aus. So, und hier muss jetzt irgendwo, glaube ich, gleich die Tanke und die Raststätte kommen. So, oh, sieht aber sehr schön hier aus in Lettland, landschaftmäßig. So, halten wir mal die Augen offen nach dieser Tank- und Raststätte. Das ist nämlich ein idealer Ort für einen Cut. Ach, da kommst du schon. So, super. Und da bin ich ja dann auch schon in der halben Stunde. So. Da geht's zur Tanke. Was tanken muss ich hier und übernachten kann ich nur da, oder wie? Es ist sehr doof. Na gut, Tank. Müssen wir jetzt eigentlich so noch nicht. Wir jetzt erstmal nur die Rast machen. Ja. So. Aber bevor wir rasten, natürlich alles ausmachen, ne? Wie sich das gehört, ordnungsgemäß. So, Fenster machen wir auch zu. So, da ist auch aus. Sehr schön. Das ist unser Bohrer. Und der Iveco, ich finde, der sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben, und damit beende ich auch hiermit die Folge. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann hier weitermachen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß hier auf meinem Kanal. Ja, und vor allen Dingen bleibt gesund, ihr Lieben. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Ossizocker. Markus, tschüss!